Granit Xalla, der fünfte Profikampf steht für dich an und diesmal wird es ein besonderer Kampf, denn du triffst einen Gegner wieder, gegen den du bereits bei den Amateuren gekämpft hast. Und die alte Rechnung, die versagt im ersten Moment nichts Gutes. Du hast damals verloren gegen diesen Gegner. Also ja, es war mein letzter Amateurkampf, bevor ich dann zu den Profis gewechselt bin. Und klar, die Rechnung steht noch und die wird dann am Samstag beglichen. Wer ist der Gegner? Was ist es für ein Typ? Wie gut hast du ihn noch in Erinnerung? Also ein sehr unbequemer Typ, einer, der drückt, schiebt, Ellbogen, also ein sehr ekliger Boxer. Man musste halt schlau boxen, ruhig boxen. Ich habe halt genau das Gegenteil gemacht, habe mich halt auf seinen Film einlassen und ja, aber diesmal werde ich es besser machen. Bleibt sowas im Gedächtnis hängen, dass du merkst, okay, du hast damals Fehler gemacht, hast verloren gegen einen Mann, den du vielleicht hättest packen können und das ärgert dich vielleicht schon die ganzen zwei Jahre, die jetzt vergangen sind seitdem? Also klar wurmt es ein, vor allem wenn man so einen unnötigen Kampf verliert, aber das ist Boxen, mal gewinnt man, verliert man, aber am Samstag werde ich gewinnen. Wie hast du dich bisher so reingefunden in diese Profiszene? Vier Kämpfe, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, aber du hast eben reinschmecken können. Du hast erlebt, was es heißt, anders dich vorzubereiten, anders zu trainieren und natürlich, die Kämpfe werden anders aufgeführt. Also klar ist es anders im Profiboxen, aber ich bin noch am Anfang und steigere mich für Kampf für Kampf. Vor allem das Mentale ist halt ganz anders, aber sonst vom Training her und so ist es eigentlich sehr gut und es gefällt mir viel mehr, über längere Distanzen zu gehen, weil man sich auch die Kraft einteilen kann und halt viel mehr taktieren kann im Kampf. Und das ist halt der große Unterschied im Profiboxen, das gefällt mir. Was bei dir auffällt, du bist ja wirklich ein Pfundskerl, bist ja ordentlich beieinander. Viele haben sich, glaube ich, schon getäuscht darin. Die haben gedacht, ja, der wird vielleicht auch ein bisschen behäbiger sein. Du bist schnell. Haben da viele einfach schon den Fehler gemacht, dass sie dich unterschätzt haben? Also ja, wenn man mich halt so sieht, denkt man sich halt nicht, was will denn der hier und so. Aber sobald die erste Führhand kam, hat man schon in den Blick vom Gegner gesehen, okay, da kommt doch was. Aber mittlerweile wissen schon die Leute schon Bescheid. Aber klar, wenn einer mich nicht kennt, dann ist er natürlich überrascht. Was erwartest du dir generell für diese Veranstaltung, wie auch ja fürs vielleicht kommende Jahr? Das wird ja jetzt für 2018 wahrscheinlich der letzte Kampf sein. Dann für 2019 gibt es ja vielleicht schon so erste Gedanken. Also ich habe mich jetzt vollkommen auf den Kampf konzentriert. Geht ja um einiges. Und was nächstes Jahr kommt, ist nächstes Jahr. Und das bespreche ich dann mit meinem Trainer und Manager. Der Rest, der kommt davon selbst. Wird es vor dem Kampf oder vielleicht eher danach dann doch noch ein bisschen Austausch geben mit deinem kommenden Gegner, den du ja kennst, den du ja schon einmal bei den Amateuren von den Fäusten hattest? Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt den Gegner so tot anschaut die ganze Zeit und so. Ich bin ein lockerer Typ. Und vor dem Kampf wird geredet, nach dem Kampf wird geredet. Also das ist alles sportlich, wir sind Sportskollegen, fertig. Dann viel Erfolg, danke.